Ein Thema, welches vor allem natürlich die Männer angeht, aber worüber sie sich eigentlich kaum Gedanken machen. So ist das leider bei uns in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Wir wollen heute mal drüber sprechen, über eine Krankheit, die vor allem junge Männer betrifft, Hodenkrebs. Bei mir ist Karin Hendrisiak von der BKK, Betriebskrankenkasse vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Was glauben Sie, woran liegt das? Gerade junge Männer, die sagen, Mensch, ich bin jung, Krebs, habe ich nichts mit zu tun. Aber es sind gerade die Jungen, die oftmals betroffen sind in Sachen Hodenkrebs. Ja, es ist gerade die Zielgruppe der 20- bis 40-Jährigen und deswegen wollen wir diese Zielgruppe auch anpacken. Ja, es ist so eine gewisse Scham immer noch in diesem Alter, so nach dem Motto, ach nee, und das ist irgendwie unmännlich und an Gesundheitsvorsorge denkst du sowieso nicht, du bist ja gesund und dir geht's gut im Moment und prima und du brauchst nichts machen. Genau. Vorsorge, ein ganz wichtiges Stichwort, das kann jeder zu Hause machen. Ja, wir haben mit der Krebsgesellschaft NRW diese Kampagne jetzt gestartet. Also heißt auch, echte Männer untersuchen regelmäßig ihre Hoden. Heißt, soll nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sein, soll also ein Eyecatcher sein mit verschiedenen Broschüren, mit Plakaten. Gerade weil sich junge Männer so ein bisschen mit starken Typen identifizieren, Fußballern oder so. Superman oder wie auch immer. Und da wollen wir versuchen, gerade diese Zielgruppe mit auch gewisse Werbeträger anzusprechen. Wir werden uns gleich auch ein paar Bilder angucken vom vergangenen Wochenende, wo es eine Aktion ihrerseits gab in Köln. Vorher aber vielleicht auch nochmal als Information für euch, also Hodenkrebs, ein Hodenkarzinom, ein bösartiger Hodentumor, vor allem junge Männer, Altersgruppe 20 bis 40, das sagten Sie ja gerade. Und es geht halt darum, dass im Hoden ein Tumor wächst, der mitunter richtig groß werden kann, wenn man nichts unternimmt. Richtig. Er kann anschwellen, es kann bis dahin gehen, dass eine gewisse Zeugungsunfähigkeit entsteht, ja, bis eben halt, dass die Hoden ab müssen, wenn es ganz, ganz schlimm kommt. Das ist dann eben auch die Operation. Man kann natürlich auch mit Chemotherapie und Ähnlichem natürlich dagegen vorgehen, sprechen wir gleich auch noch ein bisschen drüber, was man da vor allem machen kann. Wir gucken uns die Heilungschancen allerdings, die sind relativ hoch, das muss man ja sagen. Die sind ganz, ganz hoch, deswegen haben wir ja diese Kampagne gestartet. Wenn Hodenkrebs also frühzeitig erkannt wird, durch das selber Betasten, wo wir uns gleich noch vielleicht darüber unterhalten können, wie es gemacht werden kann und dass dadurch der Hodenkrebs also fast zu 100% zu vermeiden ist oder heilbar ist zumindest. Ja. Frau Hendrisiak, wir gucken uns mal ein paar Bilder an. Sie waren ja, wie gesagt, unterwegs am vergangenen Wochenende. Wir zeigen euch jetzt einfach mal hier ein paar Bilder und werden euch dazu jetzt dann auch erzählen, was genau passiert ist. Das Ganze hat stattgefunden in Köln, bei Fortuna Köln. Und hier sehen wir die Bilder und wir sehen auch gerade Sie im Bild. Und hier sind die interessierten Fußballer von Fortuna, ist das richtig? Ja, richtig. Also die Mannschaft hat extra für uns ein Probetraining gemacht. Man sieht hier, wie gesagt, die Frau Dr. Schrader von der Krebsgesellschaft NRW. Ich sagte ja vorhin, wir haben die Kampagne zusammen ins Leben gerufen. Links von mir jetzt Jimmy Hartwig, den wir als Partner gewonnen haben. Ehemaliger Fußballnationalspieler. Richtig, und beim Hamburger SV. Ja, und da erläutern wir gerade auch, und gerade Jimmy Hartwig hat das ganz toll und ganz erklärt, auch ein bisschen so von Mann zu Mann, hätte ich vielleicht als Frau gar nicht so sagen können. Und man sieht jetzt, sie hören zu. Hier ist das Training zum etwas warmmachen, weil hinterher noch ein Spiel stattfand. Insofern war das eigentlich alles prima organisiert an diesem Samstag. Ja. Fortuna Köln ja ein Traditionsverein, das muss man ja dazu sagen. Das ist dann, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man dann auch einen solchen Verein irgendwo, auch wenn sie jetzt nicht mehr ganz so hoch spielen wie früher, waren ja lange Jahre in der zweiten Liga, dass man auch solche Jungs dann irgendwo da mit ins Boot holt. Ja, ne? Mit ins Boot holt. Jetzt sehen wir die Mannschaft gerade in der Umkleidekabine, das ist der Urologe Herr Uchmann, der gerade einen, jetzt sieht man es nicht mehr, vielleicht sieht man es gleich nochmal, ein Modellhoden, klingt alles jetzt so ein bisschen, nicht lächerlich, aber witzig, aber soll es wirklich nicht sein. Also er hat gezeigt an einem Hoden hier, wie man das genau, und er betastet. Zeigt dort an diesem Modell, wie man sozusagen sich selbst dann untersucht, wie man den Hoden untersucht, und da sind in diesem Modell sind Knoten eingebaut. Also das ist ja schon ganz, ganz interessant. Interessant, weil viele, glaube ich, wissen ja gar nicht, wie das funktioniert. Ne? Wie soll ich da anfassen, was soll ich da machen? Ne? Richtig, wie sich das anfühlt und wie ich Hodenkrebs
möglichst schnell selbst erkenne. Also wir haben schon gesehen, da gab es dann noch Applaus am Ende. Ich glaube auch, dass Sie da die Erfahrung gemacht haben, dass viele das auch hier nicht wussten, oder? Viele haben das zum ersten Mal wahrscheinlich. Ja, gehört, natürlich. Ne? Wie gesagt, weil es für die 20-Jährigen kein Thema ist, ist es ja auch ganz gut so, wenn nichts festgestellt wird. Aber wir appellieren jetzt also, dass jeder junge Mann versucht, zumindest einmal im Monat, so zum Beispiel, dass man sagt, ich mache das einmal sonntags, den ersten Sonntag im Monat oder wie auch immer, eine feste Zeit. Also das wäre ganz gut, glaube ich. Ne? So als Tipp, einfach mal zu sagen, okay, ersten Sonntag im Monat, wenn ich, das Beste ist auch nach der Dusche, weil dann also die Haut auch weich ist und man dann auch die Knoten besser fühlen kann, zu sagen, okay, anhand dieser Duschkarte, wir haben ja, sagte ich, Infomaterial, wo eine wasserfeste Duschkarte, die kann man einfach in die Dusche reinhängen. Da ist auch nochmal genau beschrieben, wie man selbst den Hoden untersucht und kann das dann vornehmen und sagt dann, toll, nichts gefunden, prima. Und wenn ich irgendwie was ertaste, meine ich, spüre einen Knoten oder wie, dann würden wir raten, sofort ab zum Urologen. Ganz, ganz wichtig eben dann auch der Besuch wirklich dann, wenn man, und wenn es auch wirklich vielleicht nur eine Haut oder ein Gewebe, irgendwie ein kleines Knötchen genau. ist. Oder so. Klar. Lieber mehr einmal mehr zum Arzt als vielleicht einmal weniger. Ganz klar. Ich gehe gerade mal hier bei uns in den Chat hinein und sehe, dass da auch schon einiges los ist und ihr könnt natürlich jetzt gerne Fragen stellen bei uns im Chat an Karin Hendresiak. Wir werden gleich uns auch noch weiter über ihre Kampagne unterhalten und natürlich auch nochmal darüber sprechen, wie man es wirklich auch am besten zu Hause machen kann. 4000 Diagnosen jährlich in Deutschland, das ist eine ganze Menge, 200 junge Männer oder Männer sterben jährlich an Hodenkrebs. Wie gesagt, wir reden gleich weiter. Eure Fragen jetzt in den Chat.